Moinsen Leute und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Pokémon Saphir. Wir sind gerade dabei, die Pokémon-Liga herauszufordern. Die Top 4 haben wir bereits hinter uns. Es lief verhältnismäßig glatt, muss ich sagen. Wir haben zwar einen Verlust einstecken müssen, und zwar Physics. Der ist leider abgekratzt. Das gefällt mir nicht gut. Und was noch vor uns steht, ist jetzt der Champion. Wir haben 5 Pokémon und ich hoffe, wir können was gegen den Champion ausrichten. Falls ja, dann ist die Nuzlocke Challenge gewonnen. Falls nein, dann ist die Nuzlocke Challenge verloren. In diesem Kampf entscheidet sich alles. Okay, Leute. Ich hoffe, das war ein episch genuges Intro. Wir stolzieren hier den Gang of Epicness entlang. Und fordern den tatsächlichen Champion heraus. Und oh nein, es ist ja Troy. Was machst du denn hier? Willkommen, Zyve. Ich habe schon darauf gewartet, dich eines Tages hier zu sehen. Und was hast du als auf deiner Reise mit deinem Pokémon erlebt? Was hast du gefühlt, dass du so viele andere Trainer getroffen bist? Was wurde dir weg? Ich will, dass du alles im Kampf gegen mich einsetzt. Nun zeig es mir. Ja, Troy ist natürlich bekannt dafür, immer so ultraschnell zu reden. Okay, wir kämpfen tatsächlich gegen Troy. Das ist der Champion der Pokémon-Liga. Der letzte verdammte Kampf. Er hat 6 Pokémon am Start. Und er startet mit Libeldra. Das ist natürlich schon mal ziemlich ekelhaft. Libeldra. Und dann noch so ein hohes Level. Oh mein Gott, das gefällt mir nicht gut. Ich hoffe, er ist Flugkäfer, dann wäre nämlich Pulverschnee eine richtig gute Idee. Aber er ist auf jeden Fall schneller als ich, glaube ich. Ja, na toll, Sandsturm. Okay, ich hätte mir Schlimmeres vorstellen können. Okay, komm. Pulverschnee, bitte mach viel Schaden, bitte mach viel Schaden. Es kommt jetzt wirklich alles auf diesen einen Kampf an. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Oh nein, er ist in Trankreichweite. Nein, aber er ist vereist. Aber er hat Top-Genesung, verdammt. Und das heilt den Eiszustand. Das ist ekelhaft. Mann, was für eine Achterbahnfahrt der Emotionen hier. Okay. Ja. Schade. Da benutzt er jetzt seine Top-Genesung und heilt damit leider auch den gefrorenen Zustand. Das finde ich nicht gut. Aber ich sollte ihn theoretisch nochmal genauso weit runterprügeln können. Oder? Theoretisch müsste er jetzt ja genauso weit droppen. Und dann benutzt er wieder einen Trank. Und dann geht das immer so weiter, bis er seinen kompletten Vorrat an Tränken aufgebraucht hat. Und für die restlichen Pokémon nichts mehr übrig hat. Das ist das ultimative, der ultimative Plan. Oh nein, benutzt er gar nicht. Alles klar, dann, hat mich das schon mal irritiert, okay. Auch, dass meine Verteidigung geschwächt ist, finde ich uncool, weil Zicky hat nicht gerade die beste Verteidigung. Die ist jetzt noch weiter gedroppt. Wenn er jetzt einen richtig heftigen, Typen dabei hat, der richtig reinhaut, dann kann das durchaus gefährlich werden. Okay, erstes Pokémon besiegt. Vipitis. Ich glaube, das ist normal oder so. Normaltyp. Vipitis. Vipitis. Ich probier's mit Killer. Mal gucken, was passiert. Ich glaube, Vipitis ist normal, aber kann auch sein, dass er Gift ist. Und jetzt sind hier 2 Sandstürme am Laufen, oder was ist hier los, ey? Der Gegner vorher hat auch schon Sandsturm benutzt. Naja, Vipitis. Ich hoffe, er ist vom Typ normal, denn dann kann ich mit meinen Kampfattacken hier ordentlich punkten. Ich kann noch mal gerade gucken, welche Kampfattacke eigentlich mehr Grundschaden macht. Das könnte nämlich durchaus hier entscheidend sein. Ich habe 2, nämlich Durchbruch für 75 und Platzertrümmer für 20. Dann auf jeden Fall Durchbruch, würde ich mal sagen. Okay. Wir gucken, ob es sehr effektiv ist. Ich hoffe. Ich hoffe. Komm, Durchbruch. Mach's platt. Mach ein bisschen Schaden bitte zumindest. Oh nein, das ist überhaupt nicht effektiv. Was ist denn hier los? Das gefällt mir nicht. Warum ist das nicht effektiv? Angriff steigt stark. Das gefällt mir, aber er verwirrt mich auch gleichzeitig. Das gefällt mir wiederum nicht. Das ist ein bisschen blöd. Okay, soll ich jetzt alles darauf setzen? Oder soll ich sicher sein und was anderes machen? Vielleicht ist es auch Unlicht. Das kann natürlich auch sein. Ich probiere mal Kraftreserve. Mal gucken, was passiert. Bitte treffe. Ja, danke. Mal gucken, wie viel Schaden Kraftreserve macht. Das hat mich schon öfters mal überrascht, wie gut das teilweise ist. Alter, Kraftreserve rockt. Okay, gute Arbeit, Killer. Schwalboss. Nein! Schwalboss! In solchen Situationen hasse ich es. Warum ist Physics gestorben? Na gut, wir probieren es mit einem Eisstrahl. Das sollte ihn eigentlich auch vom Himmel fegen können. Okay, 4 Pokémon sind noch am Start von Troy. Schwalboss, Alter. Und oh, der hat Level ohne Ende, ey. Level 55. Eisstrahl sollte eigentlich ziemlich gut sein gegen Flug. Also typtechnisch ist Eisstrahl natürlich schon mal im Vorteil. Benutzen wir ihn einfach. Und ich hoffe, ich treffe auch, weil Doppelteam sinkt natürlich die Trefferchance. Oh. Jetzt komm, bitte treffe. Ja, danke. Und das sollte einiges an Schaden machen. Vielleicht sogar vereisen.
Bitte vereisen, das wäre das, die Krönung. Nee, schade. Aber okay, er ist nicht in Trankreichweite. Und ich glaube, mit einem nächsten Eisstrahl sollte ich ihn töten können. Außer er trifft nicht. Was durchaus sein kann, denn Doppelteam und so. Notsituation. Ach du Kacke, was ist das denn? Ey, mach jetzt keinen... Ey! Okay. Eisstrahl, okay. Schwalboss, schön dich kennengelernt zu haben. Drei Pokémon hat der gute Troy noch. Und Sailor Moon ist fast tot. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. So, Fluffeluff. Oh, da hast du ja mal ein richtig großes Ding rausgeholt, ey. Okay, Killer benutzen wir dafür und lassen ihn erstmal eine Runde tanken und benutzen in der Zeit ein Heil-Item für Sailor Moon. Denn ich glaube, den Angriff von Fluffeluff kann Killer durchaus wegstecken. Wenn man sich mal das so vorstellt. Hier steht sich gerade ein Despotar namens Killer und ein Fluffeluff gegenüber im Kampf mit dem Champion. Ja, na gut. Oh, nee, nicht Pokémon. Nee. Ich wollte eigentlich hier ein Heil-Item benutzen, und zwar einen Hypertrank. Der sollte reichen, um Sailor Moon komplett wieder aufzufrischen. Denn man weiß nicht, was noch hier an Pokémon aufs Feld geschickt wird. Es könnte natürlich auch sein, dass er jetzt drei weitere Fluffeluff hat. Das ist möglich, ja, aber unwahrscheinlich. So, Fluffeluff, ich glaube, der ist aber vom Typ normal. Deswegen sollte ich damit Kampfangriffen relativ gute Chancen haben, Durchbruch. Und Fluffeluff hat echt gar keine Verteidigung. Ja, nicht mal überlebt. Sehr effektiv, geile Sache. Das sieht schon mal sehr gut aus. So, Killer bekommt Erfahrungspunkte. Gravums, was ist das denn bitte für ein Pokémon? Klingt nach einem Kampf-Pokémon. Ja, Kampf könnte durchaus sein. Ich bin mir nicht sicher. Zicky. Okay, probieren wir es. Ich weiß nicht, was Gravums für ein Pokémon ist. Gegen Kampf hätte ich was. Nämlich Psycho. Aber was ist Gravums? Was ist das? Ich habe das mal gesehen, aber ich weiß nicht, was für ein Typ der hat. Ich probiere es mit Psychokinese und bin gespannt, was das bringt. Okay, ich bin auf jeden Fall schon mal schneller. Das gefällt mir gut. Bitte sei sehr effektiv. Oh nein, es ist nicht sehr effektiv. Hyperstrahl, nein! Ich glaube, Hyperstrahl ist die härteste Attacke im Spiel. Fuck! Shit! Nein, Zicky, was ist das hier? Shit! Okay, er muss sich jetzt auf jeden Fall eine Runde aufladen. Das können wir theoretisch zu unserem Vorteil nutzen. Aber was ist denn er für ein Typ eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich probiere es mit einem Eisstrahl. Und ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht. Es wäre ekelhaft, wenn nicht. Und dann könnte er sich aufheilen. Und dann kann er nochmal Hyperstrahl benutzen. Oh mein Gott, das wäre richtig, richtig ekelhaft. So, bitte Eisstrahl. Ja, muss ich wieder aufladen. Das ist richtig. Eisstrahl. Komm, bitte töte ihn. Bitte, bitte, bitte. Sailor Moon! Nein, das macht ja gar keinen Schaden. Das macht ja gar keinen Schaden. Shit. Jetzt benutzt er einen Trank und danach Hyperstrahl. Ich hoffe, Sailor Moon kann das wegstecken. Sailor Moon ist natürlich unser prädestinierter Tank. Aber so ein Hyperstrahl von einem Level 58 Pokémon macht natürlich schon etwas Schaden. Und ich weiß auch immer noch nicht, was für ein Typ der eigentlich hat. Nichts ist gut gegen den. Gravums, Alter. Er ist nicht Kampf. Er ist nicht Gestein, nicht Boden. Was hast du gemacht? Oh nein, Hyperstrahl. Jetzt stellt sich's heraus. Wird Sailor Moon das überleben oder nicht? Okay, gut. Gut, überlebt. Das ist schon mal schön. Schöne Sache. Das bedeutet, du würdest theoretisch auch einen zweiten Hyperstrahl überleben, wenn es dazu denn käme. Oh mein Gott, das gefällt mir alles nicht gut. Ich muss heilen. Hypertrank, komm. Sailor Moon. Oh mein Gott, ey, zwei Pokémon sind schon tot von mir. Das gefällt mir nicht, dieser Champion-Kampf, ey. Ah! Gravums muss ich aufladen. Wie viel AP hat Hyperstrahl eigentlich? 5? Wäre eigentlich sinnvoll. Solarstrahl hat ja auch nur 5. Und Hyperstrahl ist, glaube ich, besser als Solarstrahl. Also so vom Damage her. So, Surfer, bitte mal weiter. Erholung, was kann der denn für Sachen? Was kann der für Sachen? Okay, jetzt muss ich natürlich darauf bauen, dass die Erholung, der Schlafzustand, richtig lange anhält. Und dann könnte ich vielleicht sogar gewinnen. Alter, Gravums, ey. Das ist ja stärker als die Pokémon, die du ohne Randomizer hast. Glaube ich. Gravums ist echt eine Hausnummer. Ich habe den auch schon mal gesehen in Suis Arena Leiterburg. Aber ich bin mir da gerade nicht sicher. Kann sein, dass er den da irgendwo hatte. Schlaf... Was? Was ist das für ein Moveset? Das ist ja perfekt. Was? Ah, okay, das heilt ihn jetzt nicht nochmal.
Er hat das perfekte Moveset, Alter. Das ist alles aufeinander abgestimmt. Das ist heftig, Alter. Dieser Kampf. Wenn er jetzt nochmal Erholung macht oder so ein Scheiß, dann ist das blöd. Oder Hyperstrahl im Schlaf. Schläft tief und fest. Okay, cool. Wieso kann er eigentlich Schlafrede, ey? Ist ja übelst brutal. Und jetzt ist er wieder in Trankreichweite. Oh mein Gott. Leute, dieser Kampf. Das ist ja brutal. Vielleicht benutzt er keinen Trank. Doch benutzt er Scheiße. Shit. Krawumms, ey. Ich will gar nicht wissen, was er noch für Pokémon hat. Aber ich glaube, schlimmer als Krawumms kann es jetzt eigentlich nicht mehr werden. Hyperstrahl könnte mich jetzt theoretisch töten, oder? Weil ich ja schon ein bisschen angeschlagen bin. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir alles nicht. Ich muss mich eigentlich heilen, weil einen Hyperstrahl überlebe ich jetzt nicht. Ich überlebe jetzt keinen Hyperstrahl. Ich muss mich heilen. Da führt kein Weg dran vorbei. Hyperstrahl, ja. Ich hatte 133 HP eben, glaube ich. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Wenn es ein Volltreffer ist, bin ich natürlich sowas von weg. Okay. Überlebt, immerhin. Vielleicht hätte ich sogar überlebt mit den HP, die ich eben hatte. Aber egal. 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 Alles egal. Hauptsache überleben jetzt erstmal. Ich muss den Kampf gewinnen. Alles hängt ab von diesem Kampf, Alter. Was für ein episches Ende für dieses Let's Play. Krawunz muss ich erstmal wieder aufladen. Ich wünschte, ich hätte irgendwas, was die sehr effektiv treffen kann, aber ich habe irgendwie nichts. Vielleicht ist es normal und Kampfattacken wären sehr effektiv. Aber ich möchte jetzt nicht wechseln zu Despotar, um ehrlich zu sein. Nee, will ich nicht. Will ich nicht. Er benutzt schon wieder Hyperstrahl. Was ist hier los? Das ist der vierte Hyperstrahl. Wenn er nur 5 AP hat, der Hyperstrahl, dann kann er ihn nur noch einmal benutzen. Was ich gut fände. Sandsturm tobt weiter und ich muss mich wieder heilen. Zum Glück habe ich genug Hypertränke. Alter, Troy, was hast du für ein Pokémon? Zum Glück haben wir nicht früher gegeneinander gekämpft. Zum Beispiel damals, als wir uns in Faustauhafen getroffen haben. In dieser komischen Höhle da. Urzeithöhle war es nicht, irgendeine andere Höhle war das. Oder in Xeneroville, als du vor der Höhle von Kyogre standest. Zum Glück haben wir da nicht miteinander gekämpft, denn sonst wäre das ziemlich übel ausgegangen. So, komm schon. Ich möchte ihn jetzt besiegen. Bitte, Surfer, mach mal einen Volltreffer oder so. Das wäre wunderbar. Der benutzt schon wieder eine Top-Genesung. Er war noch nicht mal im roten Bereich. Was ist hier los? Troy, Mann! Was ist das für ein Typ, Alter? Okay, ich glaube, das wird wieder ein Part mit Überlänge. Vor allem, wenn wir... Ja, wenn wir ein positives Mindset haben, dann können wir sagen, wegen den Credits, die durchlaufen. Wenn wir ein schlechtes Mindset haben, dann, weil ich weinen muss, weil ich die Challenge verloren habe. Okay, das ist der letzte Hyperstrahl theoretisch, wenn er nur 5 AP hätte. Ich weiß nicht, ob er mehr hat. Aber damit ist die gefährlichste Waffe von ihm auf jeden Fall weg. Das gefällt mir gut. Und ich habe noch einige Tränke. Das gefällt mir auch gut. Also ich kann mich gut heilen. Und der Sandsturm, wie lange hält der Sandsturm eigentlich? Hält der unendlich lang? Der ist jetzt bestimmt schon 15 Runden. Dieser Kampf ist nämlich schon super lange am Laufen, muss ich mal so sagen. Muss ich wieder aufladen, natürlich. Ich hoffe, die Gegner-Pokémon sind überhaupt von AP überhaupt abhängig. Und nicht, dass die jetzt sagen, haha, weil ich NPC bin, kann ich das so oft benutzen, wie ich will. Das wäre richtig ekelhaft. Oh nein, jetzt benutzt er wieder Erholung. Was ist das für ein ekelhaftes Pokémon? Alter! Dieses Krawumms, ey. Ich mache kaum Schaden. Bald habe ich keine AP mehr für Surfer. Das ist natürlich auch richtig blöd. Kann ich vielleicht irgendwas Sinnvolles machen mit Eisstrahl oder so? Vielleicht ihn nochmal vereisen oder so? Das wäre natürlich auch toll. Aber wenn er schläft, dann kann ich nicht vereisen. Oh. Schläft tief und fest. Das ist schon mal eine Sache, die gut ist. Schlafrede. Warum? Anders ist gemein. Erholung. Ja, es bringt nichts. Du schläfst bereits. Oh. Krawumms, ey. Der Name ist so... primitiv. Und trotzdem ist es so ein brutales Pokémon. Schläft tief und fest, immer noch. Bitte Erholung, mach jetzt Beholung. Erholung, nee, okay, mach gar nichts. Das ist auch gut. Auch gut. Oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Irgendwas ist passiert, aber ich habe keine Zeit für Sachen. Ich bin nämlich gerade in dem epischsten Kampf aller Zeiten. Kann ich jetzt bitte mal angreifen? Nein, keine AP mehr, was um alles in der Welt?
Ja, das schlägt jetzt natürlich fehl, du Trottel. Okay, ich hab's geschafft. Ich hab Gravoms besiegt. Yes! Oh, Alter. Gravoms, Alter. Was ist das für ein heftig brutales Pokémon? Trasler. Hattest du nicht schon mal einen Trasler? Nee, aber ich habe schon mal gegen einen Trasler gekämpft. Was mache ich gegen den? Vielleicht Eisstrahl. Das ist dein letztes Pokémon. Dein letztes Pokémon ist Trasler. Okay, mal gucken, was er zu einem Eisstrahl sagt. Ich glaube, Trasler ist Psycho-only. Das bedeutet, das dürfte nicht sehr effektiv sein. Aber vielleicht friere ich ihn ein. Das wäre natürlich die Krönung. Hypnose. Ach du Kacke, jetzt kann er mich auch noch hypnotisieren. Oh mein Gott! Okay, ich benutze eine Top-Genesung, um mich gleichzeitig zu heilen und den Status zu entfernen. Denn das hier ist echt ekelhaft. So, komm schon. Nee, nicht Pokémon, was mache ich für eine Kacke? Da, 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 Beutel. So, Top-Genesung bitte. Ich glaube, hier die Pokémon-Liga ist eigentlich der einzige Ort, wo man Top-Genesung kaufen kann, oder? Ich glaube, sonst kann man das nirgends kaufen. Nicht mal in einem großen Kaufhaus. Aber es kann sein, dass ich mich da irre. Ja, Traumfresser. Du hast auch voll das gute Moveset, was voll aufeinander abgestimmt ist. Hätte ich mich nicht hier geheilt, dann hätte das durchaus übel ausgehen können. So, jetzt noch ein Eisstrahl. Wenn der durchkommt, dann hätte ich gewonnen. Woo! Es ist geschafft! Sailor Moon nochmal Level Up, natürlich. Toll! Champ Troy besiegt. Ich, der Champ, habe verloren und rede auf einmal voll langsam. Irgendwie hat er Ähnlichkeit mit Professor Eich. Also wenn man die Frisur mal wegdenkt und sich einen Kittel. Das ist doch voll Professor Eich, oder? Naja. Dir gebührt Ehre, Zeif. Du bist wahrhaft ein edler Pokémon-Trainer. Zeif gewinnt 11.600. Herzlichen Glückwunsch. Und damit ist die Nuzlocke-Challenge erfolgreich beendet. Herzlichen Glückwunsch, die Gefühle, die du deinen Pokémon entgegenbringst und die Pokémon, die auf diese Gefühle mit all ihrer Kraft antworten, sie werden eins und bringen eine weit größere Stärke hervor. Und so gehört der Sieg heute dir. Du bist mit Recht Höns Neuer. Zeif. Ja, reingelegt, wir müssen noch gegen Maike kämpfen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, sie will jetzt nicht mehr gegen uns kämpfen. Ich muss dir unbedingt einen Rat geben, bevor du gegen den Champ antrittst. Wait, what? What, what? Zeif, das kann nicht sein. Es ist schon vorbei. Wie kommt er hier einfach rein? Hat er auch die anderen Top 4 besiegt, oder was? Siehst du? Ich habe doch das gesagt, oder, Maike? Ich wusste, du brauchst dir keine Sorgen um Zeif machen. Zeif, du hast es geschafft. Als ich hörte, dass du deinen Vater in der Arena von Blütenburg City besiegt hast, wusste ich, dass du eine Chance hast. Aber, dass du sogar den Champ besiegt hast. Oh ja. Was ist aus deinem Pokédex geworden? Lass mich mal sehen. Oh, du hast 168 Pokémon gesehen und 22 Pokémon gefangen. Echt erbärmlich. Einige Pokémon tauchen übrigens nur in bestimmten Regionen auf. Habe nur Geduld. Also, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Nun kannst du mit Stolz den letzten Raum betreten. Zeif, nein. Neuer Champ, komm mit mir. Hey, du nicht. Tut mir leid, aber dieser Raum dürfen nur Trainer betreten, die Champs geworden sind. Warte bitte draußen mit dem Professor. Ich mache nur Spaß, ist schon okay. So sind die Regeln. Zeif, ehrlich, herzlichen Glückwunsch. Okay, dieser Part wird tausende Minuten Überlänge haben, aber das ist mir wert. Dieser Raum. Hier verzeichnen wir die Pokémon, die siegreich aus harten Kämpfen hervorgegangen sind. Hier werden die Champs der Pokémon-Liga geehrt. Komm, schreiben wir deinen Namen nieder als ein Trainer. Trainer, yeah! Der über die Pokémon-Liga triumphiert hat und die Namen deiner Partner ebenfalls. Episch. Ja, es hat leider einige Verluste nochmal gekostet in der Pokémon-Liga. Zwei unserer Freunde sind noch gestorben. Das ist natürlich ziemlich blöd. Physix ist noch draufgegangen. Und noch jemand. Wer? Wer ist noch draufgegangen? Was, Zicky? Ja, ich glaube, Zicky ist noch gestorben. Oh mein Gott. Willkommen in der Ruhmeshalle! Und an dieser Stelle möchte ich nochmal unbedingt an meine ganzen Pokémon danken. Ich richte diesen Dank an euch, Pokémon. Ihr könnt das nämlich jetzt hören. Die gestorben sind. Namentlich Titan, Duftbaum,
Tankola und noch andere. Ach ja, Physics und Ziggy und noch weitere. Naja, Champ der Pokémon-Liga, herzlichen Glückwunsch. Awesome. Und das war die Pokémon Saphir-Edition. Wunderbar. Wow, was habt ihr von diesem Projekt gehalten? Wie findet ihr Pokémon Saphir? Wie findet ihr Pokémon generell? Und wie fandet ihr das Let's Play? Das würde mich sehr interessieren. Schreibt das bitte in die Kommentare, denn Kommentare sind super wichtig für mich. Oh mein Gott. Sind das ja alle Pokémon, die ich auf dem PC habe, oder was? Kann das sein? Nö. Keine Ahnung. Ach, die ich gefangen habe. Ah, das ist natürlich ziemlich cool. Naja. Möchte ich noch was sagen? Ja, wie fand ich Pokémon, diese Nuzlocke-Challenge? Ist das erste Mal, dass ich sowas durchgezogen habe und ich bin erstaunt, dass ich es geschafft habe. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet und ich hätte gedacht, dass ich irgendwo auf dem Weg abkratze. Und es ist am Ende auch nochmal richtig eng geworden. Siegesstraße und Top 4 waren durchaus brutale Sachen. Vor allem der Kampf gegen den Champ war nochmal ziemlich brutal. Und wir sehen hier tatsächlich unsere ganzen Pokémon, die wir gefangen haben, die sich in unserem Pokédex befinden. Hier zum Beispiel Sailor Moon, Igor, Photosynths und Fibonacci, Sarah, Zyra und Kyubi. Oh, wenn ich die Namen noch alle zusammenbekomme, das wäre ja die Meisterleistung schlechthin. Und wir fahren einfach dem Sonnenuntergang entgegen. Richtig episch. Mir gefällt Pokémon. Die dritte Generation ist die, mit der ich den meisten Spaß hatte, glaube ich, damals. Und ich kann mir vorstellen, dass ich bald nochmal Pokémon spielen möchte, dann aber für den 3DS und nicht als Let's Play, sondern privat. Nämlich X und Y. Alpha Ruby und Alpha Sapphire habe ich momentan nicht so den großen Bedarf nach, weil ich das ja hier erstmal mit abgedeckt habe. Und wir sehen hier tatsächlich noch unsere ganzen Pokémon hier, ey. Oh mein Gott, das wiederholt sich schon alles von Anfang an. Aber egal. Wir lassen die Credits einfach durchlaufen, denn abbrechen kann man es eh nicht. Und ich wurde mal darauf angesprochen, ob ich euch nochmal zeigen könnte, wie man eigentlich so einen Wettbewerb abhält, in so einer Wettbewerbshalle. Und ich glaube, das werde ich nochmal in einem Bonus-Part machen. Natürlich kann man noch Post-Game-Content im Spiel machen, also zum Beispiel den Himmelsturm mit Rayquaza oder die drei Giganten Regieis, Registeel und Regirock. Aber um die kümmere ich mich, glaube ich, nicht mehr. Ich werde, glaube ich, nochmal einen ganz, ganz kurzen Bonus-Part machen. Der wird auch nur 5 Minuten oder so sein, der dann zeigt, wie ich nochmal an einem Pokémon-Wettkampf teilnehme mit den Attacken, wo man dann die Jury beeindrucken muss, weil eine Person sich das gewünscht hat. Und das ist der einzige Bonus-Part für dieses Let's Play. Und ja, das hier ist quasi dann theoretisch das Ende von Pokémon Saphir Nuzlocke Challenge. Es hat geklappt. Ich bin sehr froh darüber. Ende. Richtig cool. Schaltet auch beim nächsten Projekt wieder ein. Es ging ja jetzt schneller zu Ende, als ich gedacht habe, um ehrlich zu sein. Ich hätte gedacht, ich brauche noch viel länger. Ich hätte gewettet, dass ich 2 Aufnahmesessions brauche für Top 4 und für Siegestraße, aber es hat tatsächlich in einer Aufnahmesession geklappt. Also, ziemlich coole Sache. Cool. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal bei einem neuen Video. Bis dann, Leute, und ciao.